Schon wieder ein Rentenhammer. Regierung ruiniert Rentner jetzt völlig. Was kommt auf Gaskunden zu? Wie sieht es bei alternativen Heizmöglichkeiten aus? Der Preishammer beim Strom wird auch kommen. Meine persönliche Meinung hört ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch auch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, ebenfalls natürlich gratis, speziell für Rentner. Es wird für viele schlimm, für Familien genauso wie auch für Alleinerziehende, aber die meisten Rentner trifft es besonders hart. Viele haben aus gesundheitlichen Gründen keine Möglichkeit mehr, sich etwas dazu zu verdienen. Andere wiederum liegen nur ein paar Euro über den Satz, bis zu dem es Wohngeld beantragen kann. Das Geld reicht jetzt schon bei vielen nicht, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Rentner wurden ja schon von der Energiepauschale ausgeschlossen und die Rentenanpassung zum 1.7.2022 gleicht noch nicht einmal die Inflation aus. Diätenerhöhung für mittlerweile über 700 Abgeordnete mitten in der größten Krise und die verdienen schon fünfstellig. Die Regierung schmeißt mit Milliardenbeträgen im dreistelligen Bereich um sich, als gäbe es kein Morgen. Allerdings nicht für die Menschen im eigenen Land. Nein, für Waffen. Denn es geht ja gegen die Russen. Jeder kennt die Zahlen. Und die schämen sich noch nicht einmal für das, was sie da anrichten. Ja, nun kommt noch eins obendrauf. Die Preise für Strom und Gas steigen enorm. Das ist für viele finanziell kaum noch zu stemmen. Aber zusätzlich soll ab 1. Oktober 2022 eine Gasumlage eingeführt werden, um Gasversorger vor der Pleite zu schützen. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck schätzt ca. 1.000 Euro pro Haushalt im Jahr an zusätzlichen Kosten durch die geplante Umlage. Wenn er freiwillig so eine Zahl schon nennt, kann man davon ausgehen, dass es weit mehr als 1.000 Euro werden. Dabei haben diese Konzerne Milliardengewinne eingefahren und an die Aktionäre und Vorstände ausgezahlt. Eigentlich wollte die Ampelkoalition die Bundesbürger wegen des Ukraine-Kriegs entlasten. Ich zitiere mal: Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten. Zitat Ende, so die Regierung. Der Finanzminister Christian Lindner von der FDP, ich zitiere: Wir müssen die Menschen und die Wirtschaft angesichts dieser enormen Preissteigerungen kurzfristig und befristet schützen. Zitat Ende. Erinnert ihr euch? Ja, kurzfristig und befristet entlasten, um sie dann um ein Mehrfaches zu belasten. Auf der einen Seite gibt man und auf der anderen Seite nimmt man sich alles doppelt und dreifach oder noch mehr zurück. Durch die geplante Umlage sollen die Importeure 90% der Extrakosten auf alle Kunden weitergeben dürfen. Sie soll einen Zusammenbruch der Versorgung verhindern. Nun ist aber ein rechtliches Problem aufgetaucht. Die Rechtslage nach dem aktuellen Energiesicherungsgesetz, Abkürzung ENSIG, Energiesicherungsgesetz, ist sehr kritisch. Jetzt arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an einer gesetzlichen Anpassung und sie soll noch nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause gleich im September beschlossen werden, sodass, also wie eigentlich geplant, sie ab Oktober greift. Es wird jetzt also richtig teuer und viele werden dann vor der Frage stehen: Frieren oder hungern? Gauck sagte am 10. März 2022 bei Maischberger: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit
Und wir können auch einmal für ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Was der Gauck vor 5 Monaten gesagt hat, wird leider zur bitteren Realität. Wie sieht es aber nun mit denen aus, die keine Gasheizung haben, sondern eine Pelletheizung zum Beispiel? Auch die Preise für Holzpellets explodieren. Die Preise haben sich verdoppelt und der Verbrauch, der steigt rasant. Und Holzöfen werden knapp. Ich kenne einige, die haben eine Pelletheizung und die bekommen gar keine Pellets zu kaufen. Es gibt keine. Deutschland versorgt sich weitgehend eigentlich selbst mit Pellets. Trotzdem haben wir einen Engpass in der Versorgung. Aber die EU, die importierte bisher erhebliche Mengen von Holzpellets aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Das bekommen wir nun alle zu spüren. Ja, und was ist mit Fernwärme? Auch hier rechnet man mit einem Preisanstieg. Das Fazit ist also, egal ob eine Heizung mit Gas, mit Öl, mit Fernwärme oder mit Pellets betrieben wird, es wird für alle Verbraucher teurer. Das Vergleichsportal Check24, werden viele kennen, hat errechnet, dass ein 4-Personen-Musterhaushalt in einem Reihenhaus etwa 2.538 Euro mehr im Jahr für Strom und Gas zahlen soll. Meine persönliche Meinung ist, dass ich es nicht verstehe, warum Deutschland mehr Gas als alle anderen EU-Länder sparen soll. Es klingt für mich nicht logisch. Mein Mann und ich nutzen keinen Standby-Modus, haben LED-Leuchtkörper, die richtigen Kochtöpfe, um beim Kochen Strom zu sparen, achten generell auf sorgsamen Umgang mit Strom und auch mit Gas. Dennoch rechne ich persönlich mit einer monatlichen Mehrbelastung von etwa 100 Euro für Strom und 100 Euro für Gas. Die Preiserhöhung für Strom, die habe ich bereits erhalten. Ja, und die Gasuhr musste ich jetzt vor kurzem erst ablesen. Das wird demnächst auch ins Haus flattern. Ja, liebe Zuschauer, es kommen wirklich magere Zeiten auf uns zu. Ich wünsche allen eine schöne Zeit, solange es noch geht. Das waren heute meine wichtigen Informationen. Meinungen und Anregungen bitte wie immer unten in die Kommentare schreiben.